Herzlich willkommen bei Spaß mit Tiefbohrtechnik. In der Tiefbohrtechnik bohrt man ja nach Öl und Gas und das kann manchmal ganz schön gefährlich werden. Alle haben schon mal von Blowouts gehört. Und damit solche Blowouts auf keinen Fall passieren können, gibt es auf jeder Tiefbohrung einen sogenannten Blowout Preventer. Ein Blowout Preventer ist ein riesengroßes, mächtiges Ventil, mit dem der Driller, der Bohrer, der Bohrmeister die Bohrung, wenn es gefährlich wird, jederzeit sicher verschließen kann. Und wir wollen heute mal sehen, wie so ein Blowout Preventer funktioniert. Wir sehen hier, dass der Preventer verschiedene Etagen hat. Das sind die Preventerbacken. Ich habe hier mal so ein kleines Bohrloch aufgebaut. Und die erste Art von Backen, mit der man das Bohrloch verschließen kann, nennt man Blindbacken. Wir sehen hier, wie das Bohrloch durch die Blindbacken verschlossen werden kann. Das ist ganz einfach, aber meistens ist ja in so einem Bohrloch auch noch ein Bohrstrang drin. Und deswegen haben wir hier noch einen Bohrstrang, den wir in unser Modell einbauen können. Und nun brauchen wir eine andere Art Backen, nämlich die Gestängebacken. Und mit diesen Gestängebacken kann man das Bohrloch auch um einen Bohrstrang herum sicher verschließen. Natürlich können wir uns jetzt vorstellen, dass ein Gaskick, der im Bohrloch drin ist, nicht nur durch den Ringraum nach oben kommen kann, sondern auch durch das Gestänge selbst. Und deswegen müssen wir, wenn wir die Gestängebacken verschlossen haben, das Gestänge auch noch selbst verschließen. Das machen wir, indem ein Rückschlagventil eingebaut wird. Ja, und jetzt kann es natürlich auch noch passieren, dass irgendetwas ganz anderes im Bohrloch drin ist, was zum Beispiel gar nicht rund ist wie ein Gestänge, sondern eine andere Form hat. Ich habe hier mal beispielsweise etwas Viereckiges gebastelt. Und wenn so etwas im Bohrloch drin ist, dann gibt es auch noch spezielle Backen, die sind so powerful, so mächtig, so kräftig, dass die alles, was im Weg steht, einfach abschneiden. Ich mache das hier mal mit dieser Schere, schneide das Gestänge durch und dann sieht man, wie dann das Bohrloch mit diesen Scherbacken sicher doch noch verschlossen werden kann. Ich habe hier mal ein Stück Rohr mitgebracht, was durch solche Scherbacken tatsächlich mal abgeschnitten worden ist. Ja, und damit können wir das Bohrloch sicher in jedem Fall verschließen, aber es ist Vorschrift, dass noch ein anderer Mechanismus zum Einsatz kommen kann. Und das ist hier oben dieser dicke Topf, den wir hier sehen. Das ist ein Universalpreventer. Für den habe ich jetzt leider kein Modell basteln können. Aber in diesem Universalpreventer ist ein dicker Gummiring drin. Und wenn der Preventer aktiviert wird, wird das Gummi zusammengepresst von oben und unten, sodass das Gummi dann in den Innenraum quillt und alles umschließt, was da eventuell drin sein könnte. Ja, und so ein Preventer muss unter allen Bedingungen sicher funktionieren. Deswegen hat der Bohrmeister hier ein großes Kontrollpanel zur Verfügung, mit dem er alles bedienen kann. Wir sehen hier die vielen Hebel und große Stickstoffflaschen, in denen viel hydraulische Energie gespeichert ist. Ja, und so kriegt man das Bohrloch im Gefahrfall immer sicher zu. Und wer das ganz genau wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Tiefbohrtechnik 1 nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!